Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Ampel in ihrer Regierungstätigkeit beobachtet, kommt man sich schnell vor wie bei und täglich grüßt das Murmeltier. Erst kommen die großen Ankündigungen, daraufhin folgt der Streit unter den Ampelpartnern, dann kommt lange nichts, in der Zwischenzeit stellen wir die entsprechenden Anträge und am Ende wird ein halbgares, unvollständiges Ergebnis präsentiert. So war es auch mit der Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Lange angekündigt, viel gestritten, oft verschoben. Mit unserem Antrag, den wir heute abschließend beraten, haben wir bereits vor Monaten wertvolle Impulse gesetzt. Und wenn man schon zu spät auf uns als konstruktive Opposition eingeht, dann hätte die Ampel doch schon über den Tellerrand hinausblicken können. Es wurde schon angesprochen, die USA zeigen mit ihrem Inflation Reduction Act, wie eine starke Wirtschaft und der Klimaschutz gemeinsam vorangehen können. Hier werden grüner und blauer Wasserstoff stark gefördert. Schon jetzt fließen Investitionen in den Wasserstoff in Milliardenhöhe aus Europa in die USA ab. Deutschland darf dahinter nicht zurückfallen, sondern muss nachziehen. Denn Wasserstoff in allen Farben ist der Schlüssel für eine starke und klimafreundliche Volkswirtschaft, meine Damen und Herren. Frau Nestlé, Sie sprechen davon, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Damit der Wasserstoffhochlauf gelingt, müssen wir aber eben allen emissionsarmen und emissionsfreien Wasserstoffformen eine Chance geben und sie zulassen und auch fördern. Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen doch alle Formen des Wasserstoffs nutzen und nicht Optionen ausschließen, meine Damen und Herren. Und genau das fordern wir in unserem Antrag. Und das fordern auch alle Experten aus der Branche, auf die Sie an der Stelle nicht hören. Herr Kruse, Sie behaupten, dass Sie alle Farben des Wasserstoffs nutzen wollen und dass das auch in der Wasserstoffstrategie festgelegt wird. Dann schauen wir doch mal in die Wasserstoffstrategie rein. Die Fortschreibung dieser Wasserstoffstrategie enthält genau an einer Stelle den Verweis auf den türkisen Wasserstoff, also den Wasserstoff, der aus der Spaltung von Methan gewonnen wird, und an zwei Stellen ja ganz kurz einen Verweis auf den blauen Wasserstoff, bei dem eben das Beiprodukt CO2 aufgefangen wird. Auch der orangene Wasserstoff aus Biomasse findet kaum Berücksichtigung. In Ihrer Wasserstoffstrategie liegt der Fokus ohnehin eher darauf, den blauen Wasserstoff ja eher zu verhindern und zu beschreiben, was alles nicht geht. So sagen Sie zum Beispiel, es müssen erstmal Schwellenwerte für die Treibhausgasemissionen festgelegt werden, bis zu denen der blaue Wasserstoff als emissionsarm gilt. Aber dann setzen Sie sich doch auch auf EU-Ebene dafür ein, dass dieser Schwellenwert festgelegt wird. Damit das mit dem blauen Wasserstoff funktioniert, muss auch die Möglichkeit der CO2-Speicherung in der EU etabliert werden. Das ist doch die Wahrheit. Wie lange wollen Sie denn das noch hinauszögern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen? Und wenn Sie jetzt wieder, und das ist genau das, was ich auch selbst sagen wollte, auf die Kommissionspräsidentin sich beziehen, dann möchte ich Ihnen, Herr Kruse, und es wäre schön, Sie würden mir jetzt mal zuhören, wenn ich auf Ihren Zwischenruf antworte, Herr Kruse. Herr Kruse, es wäre schön, Sie würden mir mal zuhören, wenn ich Ihnen auf Ihren Zwischenruf antworte. Sie verweisen immer auf die Kommissionspräsidentin. Als ehemalige Europaabgeordnete möchte ich Ihnen noch mal erklären, wie das Gesetzgebungsverfahren in der EU funktioniert. Die Kommission bringt die Vorschläge ein, aber dann ist die Kommission eigentlich nur noch beratend tätig. Gesetzgeber auf europäischer Ebene sind das EU-Parlament und der Rat und damit entsprechend die Minister aus dieser deutschen Bundesregierung. Kämpfen Sie doch endlich mal dafür, dass eben auch die CO2-Speicherung in der EU etabliert wird, und verweisen Sie nicht in jeder Rede immer wieder auf Ursula von der Leyen, sondern handeln Sie selbst. Wenn das Projekt Wasserstoff ein Erfolg werden soll, dann müssen wir doch pragmatisch handeln. Und wir müssen vor allem schnell handeln und eben technologieoffen. Die Welt wartet nicht auf uns. Meine Damen und Herren von den Grünen und auch von der ganzen Ampelkoalition, legen Sie endlich die Scheuklappen ab und nutzen Sie alle Technologien, damit der Wasserstoffhochlauf auch wirklich gelingt. In Bayern sind wir schon ein gutes Stück weiter. Schon seit Jahren
richtet die bayerische Staatsregierung ihre Bemühungen darauf aus, eine regionale und dezentrale Wasserstoffproduktion zu unterstützen und hochzufahren. Erst vor wenigen Wochen wurde ein großes Förderprogramm gestartet. Es stehen 150 Millionen Euro zur Verfügung, um bis zu 50 Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff sowie die dafür notwendigen erneuerbaren Kapazitäten in ganz Bayern zu errichten. Und das ist nur der Anfang. Damit werden wir unsere Abhängigkeit von Wasserstoffimporten auch reduzieren. Wir in Bayern, wir gehen voran, auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da ich jetzt schon weiß, welche Zwischenfrage kommt, kann ich sie auch gerne zulassen. Gut, dann hat Herr Banacak das Wort, wenn Sie das zulassen. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Weisgerber, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob Sie richtig liegen mit Ihrer Annahme. Meine erste Frage ist die, wenn Sie gerade dargestellt haben, dass die Kommissionspräsidentin ja eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, was auf europäischer Ebene besprochen wird. Planen Sie eigentlich im nächsten Jahr einen Europawahlkampf zu machen mit einer Kommissionspräsidentin, die ja etwas bewirken will? Oder sagen Sie, nee, also damit, also was auf europäischer Ebene beschlossen wird, also die Frau von der Leyen, also damit hat die wirklich gar nichts zu tun. Dann kann es ja auch jemand anders machen. Ja? Wir haben dann vielleicht ein Angebot, aber da freuen wir uns aufs nächste Jahr. Zweite Frage, Frau Dr. Weisgerber, tatsächlich, weil Sie sagen, Bayern geht da richtig voran. In jedem Bundesland gibt es eigene Förderprogramme, die ergänzen das, was wir auf Bundesebene haben. Nordrhein-Westfalen haben wir das beispielsweise auch. H2 KMU explizit für kleine und mittelständische Unternehmen. Aber überall gibt es einen glaubwürdigen Zusammenhang zwischen der Erzeugung und am Ende der Erzeugung der erneuerbaren Energien und der Nutzung. Und wenn wir in Bayern die Situation haben, dass Herr Söder 1000 neue Windkraftwerke ankündigt und 4 liefert, wie viel ist dann, glauben Sie, von Ihrem Förderprogramm am Ende wirklich zu halten? Sehr geehrter Kollege, vielen Dank für Ihre Zwischenfrage. Was ich erklärt habe beim Arbeiten auf europäischer Ebene, ist, wie das Gesetzgebungsverfahren funktioniert. Natürlich bringt die Kommission die Vorschläge ein und auch von der Ursula von der Leyen. Aber dann muss die Gestaltung durch den Rat und durch das Parlament erfolgen. Und bei jeder Ihrer Reden verweisen Sie auf 16 Jahre, Sie verweisen immer wieder auf die Kommissionspräsidentin. Aber nehmen Sie doch einfach mal Ihre eigene Verantwortung wahr in diesem Europaparlament. Und da hat auch der Kollege Pieper übrigens beim Thema Wasserstoff und Wasserstoffhochlauf auch viele Erfolge erzielen können. Und unterstützen Sie doch mal den Kollegen Pieper an der Stelle und flankieren Sie dieses Handeln auch durch Ihre Minister im Rat, anstatt immer wieder auf Ursula von der Leyen zu verweisen. Das zu Ihrer ersten Frage. Und zu Ihrer zweiten Frage. Auf diese Frage habe ich in der Tat gewartet. Es wird immer wieder behauptet, dass wir in Bayern beim Ausbau der erneuerbaren Energien zurückfallen. Die Wahrheit ist doch, und das ist eine Frage, die ich selbst auch Minister Habeck gestellt habe, dass wir bei Bezug auf die installierte Leistung bei allen erneuerbaren Energieformen an der Spitze liegen und auch bei der Windkraft. Ich habe es mir gerade noch mal auch rausgesucht. Liegen wir im Mittelfeld noch vor Baden-Württemberg. Und jetzt muss ich Ihnen auch noch mal was zu den Genehmigungsverfahren sagen. Wir haben im Bayerischen Landtag jetzt die Weichen dafür gestellt, dass es beim Thema Windkraft auch in Zukunft einen neuen Schwung gibt. Und Genehmigungsverfahren dauern. Aber es ist jetzt schon so, dass über 130 Verträge für Windenergievorhaben unterschrieben wurden und weitere über 300 Anfragen auf dem Tisch legen. Und dann schauen wir doch mal im nächsten Jahr drauf, ob es vielleicht so ist wie bei allen anderen erneuerbaren Energieformen, dass ihr uns dann nur noch zuschaut, wie wir davonziehen in Bayern. Wir müssen schnellstmöglichst auch mit dem Aufbau einer Infrastruktur für die Verteilung von Wasserstoff in Deutschland und auch für den Import beginnen. Das Wasserstoffkernnetz ist dafür der richtige erste Schritt. Aber auch hier braucht es schnell Klarheit zum regulatorischen Rahmen und insbesondere auch zur Finanzierung. Die Netzbetreiber und auch die Unternehmen brauchen langfristige Perspektiven und Investitionssicherheit auch bezüglich der Infrastruktur. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir in Deutschland
unseren Wasserstoffbedarf eben nicht alleine decken können, weder in Bayern noch in Deutschland insgesamt. Beim Aufbau der Importinfrastruktur müssen wir aber auch wieder in alle Himmelsrichtungen schauen. Der Wasserstoff darf nicht nur vom Norden oder vom Westen nach Deutschland kommen. Wir sehen gerade auch aus der bayerischen Perspektive großes Potenzial für den Import von Wasserstoff aus Süd- und Südosteuropa sowie aus Afrika. Die Importinfrastruktur müssen wir daher auch vom Süden her denken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland als Industriestandort im Herzen Europas mit seiner gut ausgebauten Gasinfrastruktur hat beste Voraussetzungen, auch insgesamt europaweit zur Wasserstoffdrehscheibe zu werden. Wir sind weltweit für unsere Ingenieurskunst bekannt. Deutschland ist Innovationsstandort und muss es auch bleiben. Wir entwickeln die Technik für den Wasserstoffhochlauf und müssen in Deutschland und Europa vorangehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren von den Ampelfraktionen, ich sage es noch einmal, legen Sie die Scheuklappen ab, denken Sie an alle Optionen, nutzen Sie vollumfänglich alle Technologien. Es gibt mehr als nur Strom und die Elektrifizierung. Deutschland kann das. Die Bundesregierung muss es ihrem Land aber auch zutrauen und die Themen einfach noch beherzter angehen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Jevan Rieh.